Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Tölzer Löwen gegen die Heilbronner Falken. Endstand 6:5 nach Overtime für die Gäste aus Heilbronn. Zuschauer waren heute 2620 im Stadion. Ich habe jetzt an meinen Seiten die beiden Trainer. Zu meiner Rechten Gästecoach Alexander Melitzer. Hallo Alex. Hallo. Und zu meiner Linken Löwencoach Kevin Godet. Hallo Kevin. Ich starte mit dem Gästetrainer. Herr Melitzer, Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, heute sind wir mit einem blauen Auge davonkommen. Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet. Die Balance zwischen den Stürmern im Vorcheck und den Verteidigern war nicht gegeben. Wir wussten um die Stärke von Tölz. Sie sind eine technisch gute Mannschaft, die schnell umschalten wollen von Defensive auf Offensive. Mit dem sind wir überhaupt nicht zurechtgekommen. Und speziell im ersten Drittel hat uns Matthias im Spiel gehalten. Ich denke, mit Fortlauf des Spiels wurden wir 5 gegen 5 besser. In Unterzahl haben sie uns die Schneid abgekauft. Also ihr Powerplay-Spiel war dann sehr gut, haben das in die Länge gezogen. Wir wollten Druck machen, waren oft außer Position, haben das im dritten Drittel dann ein bisschen angepasst, haben auch ein Gegentor eingefangen. Unterm Strich, wie gesagt, mit einem blauen Auge davongekommen. Viele Dinge, von denen wir lernen können und auch wollen und uns auf Mittwoch gegen Frankfurt zu Hause vorbereiten. Vielen Dank für deine Einschätzung. Jetzt deine Einschätzung, Kevin, zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend. Glückwünsche an die Heilbronner. Was soll ich sagen? Normalerweise, wenn du schießt 5 Tore zu Hause, musst du gewinnen. Aber man hat wirklich gesehen, die Talent von Heilbronn. Ja, ich habe Heilbronn letztes Jahr gesehen, ein paar Mal in Playoffs. Und das ist eine ganz andere Mannschaft. Sie haben sehr gut verpflichtet. Die Jungen aus Mannheim sind schnell. Ich denke, sie haben 24 Tore geschossen in den letzten 4 Spielen. Ja, das zeigt wirklich, sie haben schnelle Schüsse, guten Schüsse, guten Pässe. Und wenn du machst Fehler, sie nutzen das als kalt. Wir haben eigentlich die Spiele im Griff gehabt nach 3-1, aber Überzahl, jeden Chance, sie haben gehabt, sie haben wirklich das genutzt. Und das ist eine Mannschaft, das alle muss ja, vorsichtig sein. Sie werden, wenn sie spielen weiter, sie werden sicher eine Top-6-Mannschaft. Von meiner Mannschaft, wir haben gekämpft, wir haben versucht, auch wenn wir waren hinten zweimal. Wir haben natürlich einen kleinen Kader, besonders mit Weller weg und Reiter und Gams. Wir haben auch McNeely verloren am Ende mit einem Körpercheck, aber wir sind jung. You know, wir haben einen 18 Jahre alten Tosto in der ersten Reihe, 21 und 21, Kiefersauer in der zweiten und Kölp in der dritten Reihe, Bender, 20 Jahre alten Verteidigung und natürlich Edenfelder, 23 als Verteidiger, wo er nie gespielt in seinem Leben. So, ich muss unglaublich stolz sein, wie wir kämpfen. Ja? Wir haben noch nicht in normaler Spielzeit verloren und es ist einfach Kampfgeist. Und die Jungen kämpfen mit die erfahrenen Spieler und schade, dass wir haben die 2 Punkte geholt, aber wie gesagt, Heilbronn ist brandgefährlich. Dankeschön. Danke an dich auch für die Einschätzung. Noch eine Frage zu Tyler McNeely. Er musste im dritten Drittel verletzt vom Eis. Kannst du uns schon irgendwas dazu sagen? Es ist Pech. Wir haben ein bisschen Pech in den letzten 2 Monaten mit Verletzungen. Und er hat falsch umgedreht und jemanden getroffen und wir wissen noch nicht, wie schlimm das ist. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen von den Pressevertretern? Keine Fragen. Dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern für die Stellungnahmen, wünschen unseren Zuschauern noch eine gute Heimreise bzw. einen schönen Sonntagabend und freuen uns, wenn Sie wieder einschalten zum nächsten Heimspiel der Tölzer Löwen am 6.10. gegen die Löwen Frankfurt. Vielen Dank, auf Wiedersehen.